Mobile Geek's coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hey, wir sind immer noch auf dem Showstoppers hier auf der CES 2015 und haben uns hier mal das EliteBook Folio 1020 von HP geschnappt. Das wurde im Dezember schon vorgestellt, wir haben es jetzt zum ersten Mal in der Hand und das ist ein 12,5 Zoll Notebook mit einem Intel Core M SoC. Das heißt also, das Ding ist lüfterlos, kommt ohne irgendwelche bewegliche Teile aus. Ganz anders als bei Lenovo, da ist das da auch ein Core M im Yoga 3 Pro, aber der bewegt sich, denn da ist ein Lüfter drin und der ist noch nicht mal besonders leise, leider. Hier setzt HP auf die gleiche Technik. Wir haben also im Grunde einen Core M mit dem, das ist der 5Y71, also die etwas neuere Version. Und wenn mein Kollege hier mal kurz ein bisschen näher rangeht, dann kann man da auch lesen, dass er einen Basistakt hat von 1,2 GHz. Und der geht hoch, glaube ich, bis 2,4 oder so. Ist also genug Power da. Es gibt auch noch eine Variante mit dem kleineren, also mit dem 5U51. Das ist die Version mit, glaube ich, 16 GHz, glaube ich, Maximaltakt. Ist auf jeden Fall der neue Core M, 6 Watt maximal. In dem Fall wurde mir gesagt, 3,5 ungefähr, hat HP hier gewählt als Standard TDP in dem Fall. Wie man an dem Display schon erkennt, an der mini kleinen Schrift hier, haben wir hier ein Display mit 2560x1440 Pixeln. Es gibt allerdings auch eine Variante mit Full-HD-Auflösung, die ist dann ein bisschen billiger. Der Einstiegspreis liegt übrigens bei ungefähr 1200 Dollar im Augenblick. Die Touch-Version hier, die hat grundsätzlich die hohe Auflösung und die kostet um die 1300 Dollar in Europa. Dann natürlich wie immer das gleiche in Euro. Und wenn wir jetzt mal kurz um das Gerät rumgehen, dann sehen wir, dass sich das Ganze so ein bisschen vom Design durchaus an der Konkurrenz MacBook Air orientiert, aber seine eigenen Akzente setzt. Man hat ja also diesen typischen HP-Look. Da haben wir hier einmal den Stromanschluss natürlich. Dann hier ist das sogenannte Side-Dock. Damit kann man das Gerät an der Dockingstation anschließen. Daneben sitzt der eine USB 3.0 Anschluss mit Stromversorgung. Also man kann das Gerät auch laden, wenn es ausgeschaltet ist. Man kann damit auch Geräte laden, wenn es ausgeschaltet ist. Dazu gibt es dann hier vorne natürlich noch den Kopfhöreranschluss. Auf der Front sitzt hier unten erstmal nichts weiter. Dann haben wir hier ein Glas-Trackpad, was sich nicht besonders gut klicken lässt. Also es gibt nicht nach oder klickt deutlich, sondern es ist einfach nur, man merkt, dass sich was bewegt, aber es klickt halt eben nicht laut. Dann sitzt hier draußen auf der Seite noch der Fingerabdruckleser, der da enthalten ist und das war's auch schon. Gucken wir uns mal ganz kurz das Keyboard an. Hat einen ganz ordentlichen Treble, würde ich sagen. Die Tasten sind auch ausreichend groß. Von der Größe her dürfte das auf jeden Fall gut hinkommen. Es gibt vollwertige F-Tasten, also Funktionstasten und so weiter, ist alles da. Da biegt sich jetzt auf den ersten Blick auch nichts, wenn ich hier drauf drücke. Nee, da gibt nichts nach. Hier oben sitzen Stereo-Lautsprecher natürlich. Die sind also oben angebracht, sehr schöne Sache. Die strahlen also nicht nach unten ab und werden von den Knien zum Beispiel verdeckt, wenn man es dann benutzt. Links oben noch den Ein- und Ausschalter hier oben. Und ansonsten gehen wir dann rum auf die linke Seite, da haben wir hier nämlich das Kennzeichen-Lock. Daneben den einen HDMI-Ausgang in voller Größe, also kein Adapter nötig, um das Gerät an ein externes Display anzuschließen. Einen weiteren USB-Port und dann haben wir hier einen Micro-SD-Kartenleser. Es gibt also keinen SD-Kartenleser von voller Größe, sondern eben diesen kleinen dort. Die Akkulaufzeit soll bei den Geräten zwischen ungefähr 9 Stunden bei der Non-Touch-Version liegen und eben bis zu 5 Stunden, sagen wir jetzt mal, persönlich gemessen wurde mit MobileMark angeblich. Und die Ergebnisse sollen relativ realistisch sein, also 7 Stunden bei der Touch-Variante. Das Interessante ist, wir haben hier komplett Aluminium. Das ist also oben alles ganz normales Alu. Eine Glasabdeckung natürlich. Der Boden ist hier aus, soweit ich weiß, jetzt Kohlefaser, glaube ich, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es nichts abzunehmen an Akkus oder Ähnlichem. Aber was es noch gibt, ist eben diese spezielle Variante hier, die wir hier haben. Und das ist eine angepasste Version davon, wie man hier sieht, dann eben auch in Non-Touch. Das heißt also, hier ist kein Touchscreen drauf, sondern ein mattes Display. Wiegt dann eben dadurch weniger, sind ungefähr 200 Gramm, die da abgehen. Und ansonsten ist die Ausstattung hier identisch, aber wir haben hier als Oberflächenmaterial Magnesium-Lithium-Legierungen. Das heißt also, hier wird das Aluminium durch ein noch leichteres Material ersetzt. Sehr attraktiv, fühlt sich auch sehr angenehm an, ist angenehm kühl, aber das ist hier übrigens noch ein nicht funktionierender Prototyp, deswegen ging es eben nicht an, als ich es probiert habe. Und die Unterseite ist dann hier wieder erneut Kohlefaser. Dieses Gerät wiegt ohne Touchscreen und mit dem Magnesium ungefähr 1 Kilogramm bloß. Die Alu-Version wiegt so 100, 200 Gramm mehr, ist aber auf jeden Fall sehr interessant, denn für ein Notebook, was 12,5 Zoll Display-Diagonale hat, ist 1 Kilo auf jeden Fall ein ziemlich ordentlicher Wert. Man kommt jetzt da nicht an die NEC-Geräte ran, aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute
Hausmarke, die HP hier vorlegt mit dem Folio 1020 SE, wie hier oben nachzulesen ist. Das ist die spezielle Variante mit dem Magnesiumgehäuse. Das war ein kurzer Blick auf die beiden HP Folio 1020 Modelle auf der CES 2015 am Showstoppers Event bei HP. Und ich war Roland für Mobile Geeks. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns auf Facebook, Twitter und Google+. Abonniert unseren YouTube-Kanal und besucht uns neuerdings auch auf dem schönen neuen mobilegeeks.de. Bis dann!